Willkommen, meine ehrenwerten Damen und Herren. Pre-Anni hat angefangen, sechste globale Anniversary. Gibt es einige neue Sachen. Hier diese komischen Event-Missionen gibt es. Wieder. Muss aber hier diese dämlichen dreimal gemeinsame Spiele scheiße machen, so nervig. Das wird so verdammt nervig werden. Egal, so. Jeden Tag hier ist so ein kostenlosen 10-Spieler-Transfer, das mache ich und ich werde auf den neuen Next-Doof-Banner pullen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das sieht nach 10S Ehre aus. Oder gibt es sogar Ehre dabei? Ne, es gibt nur SR. Immerhin. Scheiß drauf und jetzt der wichtige neue Banner. Was die Spieler können, sag ich erstmal, weiß ich gar nicht. Yuga kann. Er ist Strafraummeister, plus 20% Stats. 7% Bande, also das geht immer. Matsuyama ja auch. Oh, volle Power nochmal plus 20%, das ist viel. Moment, volle Power dann. Und im Strafraum. Das sieht ziemlich gut aus. Kommt auf einen sehr hohen Schusswert, würde ich behaupten. Teamfähigkeit nur plus 26, okay. So, Matsuyama. Matsuyama hat im zentralen Bereich 20, hatte woanders auch nochmal 20. Ein Spezialist für niedrige Bälle. Oh, cool. Seine Pässe werden zu 70% niedrig. Das ist gut. Das ist gut. Ich denke mal, beide sind eigentlich gut. Ob die spielbar sind, ist für mich zweitrangig. Ich will die erstmal nur wegen der leichten Bande pullen. Entschuldigung, so, jetzt geht's los. Auf Step 3 einer soll garantiert sein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das sieht nach nichts aus. Nichts und wieder nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht nach nichts aus. Nichts und wieder nichts. Ja, das ist frech. Jetzt der letzte Step. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss ja einer dabei sein. Yuga? Yuga wäre schon gut. Matsuyama brauche ich eigentlich. Ich habe schon einen guten. Das ist tatsächlich Yuga. Boah, wenn der tatsächlich so spielbar ist, wie ich mir dachte, dann kann das gut werden. So, Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Wir sehen uns die Tage.